Hallo und herzlich willkommen zum Musical Montag. Ich bin hier heute gerade mit Friedrich Rau und danke, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Bitte, bitte. Die erste Frage ist, du hast ja Lehramt studiert. Warum hast du Lehramt studiert und nicht Musical? Weil ich mich tatsächlich als Schüler nicht getraut habe. Mhm. Also ich war irgendwie der Meinung, ja, ich will unbedingt was mit Musik machen und mein Vater ist ja auch Sänger. Ja. Aber ich war der Meinung, ich bin nicht gut genug und mir war das schon durchaus bewusst, dass das natürlich ein sehr unsicherer Job ist. Und dann habe ich zwar schon als Kind mitgespielt und so weiter und habe auch tatsächlich irgendwann gedacht, ich könnte vielleicht Musical studieren, habe dann mal im Tag der offenen Tür in Leipzig reingeschaut und dann habe ich natürlich auch gemerkt, gut, ist Musical heißt tanzen, schauspielen und singen, dachte ich, ja, singen ist gut. Also Schauspiel kriege ich auch ganz gut hin, aber tanzen, Und da habe ich dann sogar in Zwickau, wo ich aufgewachsen bin, da bin ich ins Extraballett und habe versucht, da irgendwie, dann dachte ich, also tanzen ist echt nicht mein Ding und wenn ich da nicht gut bin, dann kann ich das vergessen. Genau, okay. Und dann habe ich gar nicht vorgesungen, also nach dem Abi, sondern habe eben gedacht, ich mache irgendwas mit Musik und dann habe ich mich für Lehramt entschieden, weil ich dann irgendwie sowas Sicheres mit der Musik irgendwie verbinden konnte und dachte, das wäre dann das Richtige. Okay, und du warst dann ja auch bei der Castingshow Ich Tarzan, du Jane, wo einige dich wahrscheinlich auch herkennen. Würdest du nochmal bei so einer Show teilnehmen? Also jetzt momentan zum Beispiel? Ich glaube eher nicht. Also ich meine, damals war das eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, weil ich eben am Ende meines Studiums war und ich wollte das gerne ausprobieren, weil ich war mir einfach nicht sicher. Also ich habe mir dann gedacht, so, ja gut, jetzt kann ich in die Schule gehen, mache Referendariat. Aber irgendwas in mir hat auch gesagt, nee, vielleicht musst du nochmal irgendwie das versuchen, auf die Bühne zu kommen. Und dann war eben gerade die Castingshow dran. Ich hatte dann bei so einer Tour mitgemacht als Backgroundsänger und der Fotograf, der hat dann gesagt, oh, weißt du hier, da gibt es diese Show und der Tarzan, das passt doch voll gut, mach da mit. Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay. Also so ein spontan Ding eher. Das war wirklich ziemlich spontan. Okay. Und vor allem, ich wusste gar nicht, also ich wusste am Anfang gar nicht, dass es das so ein Fernsehcasting ist. Ich dachte erst, das ist ein ganz normales Vorsingen. Ja. Und dann dachte ich so, oh Gott, hier ist eine Castingshow hier und womöglich ist es über Dieter Bohlen. Und dann habe ich aber gelesen, dass in Pia Daus und der Hildebrand und Ralf Schädler und so, dass eben wirklich professionelle Leute in der Jury sitzen und dachte, gut, das ist eine Plattform, dieser Kritik würde ich mich aussetzen. Ja, und dann bin ich halt nach Stuttgart gefahren und habe dann die erste Runde gemacht. Dann gab es doch so eine Work-Session dann und wurde es dann ja auch Dritter. Also, das war schon für mich ganz entscheidend. Also wenn es diese Show nicht gegeben hätte, dann wäre ich jetzt, glaube ich, nicht hier. Also war das quasi dein Sprungbrett dann so ins Musical? Ja, das war für mich vor allem der entscheidende Punkt, wo ich dann einfach dachte, also wenn ich jetzt so weit komme in dieser Show, wenn es so erfolgreich ist, und da waren natürlich so viele Leute, die gesagt haben, wow, ey, das ist doch voll dein Ding, dann da habe ich einfach gedacht, gut, ich glaube jetzt doch irgendwie an mich. Okay. Weil wie gesagt, vorher hatte ich immer so Selbstzweifel und dachte, ich bin da nicht gut genug. Und danach dachte ich, ich glaube, ich kann es schaffen. Und jetzt hier in Fulda hast du ja auch die Ehre, zwei Uraufführungen zu spielen. Einmal den Rob Cole in der Medicus und Louis Stevenson in die Schatzinsel. Wie ist das für dich und wo liegt für dich da die Herausforderung? Und wie bereitet man sich überhaupt auf sowas vor? Ich meine, es ist ja ganz neu gewesen. Das muss man auch sagen. Also ein großes Glück, dass man dann eben mitunter zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Es war so, dass ich mit Spotlight schon, die haben ja vorher Friedrich, Mythos und Legende gemacht. Das liegt dann in Potsdam. Und dann hätte ich das beinahe auch schon hier gespielt. Das heißt, die hatten mich schon so ein bisschen auf dem Schirm. Und als dann Schatzinsel rauskam, hatten die tatsächlich mich gefragt. Irgendwie, da gab es ein Reading und das war natürlich toll, denn ich persönlich schätze ja ganz besonders an dem, was ich tue, dass ich mich da kreativ einbringen kann. Also ich bin ja nicht einfach nur Dienstleister, der sagt, okay, das sind die Noten, sondern wenn natürlich eine Uraufführung kommt, dann kann ich natürlich ganz viel reinlegen von mir. Und ein Stück weit kriegt man es ja dann auf den Leib geschrieben, ne? Weil dann einfach der Komponist sagt, der Dennis Martin, okay, gut, das ist der Friedrich Rau, der hat die und die Stärken und so weiter und das versuchen wir zu featuren. Ja. Und ich meine, was Schöneres kann es einfach nicht geben. Und bei dem Medikus muss ich auch sagen, dass ich bin ohnehin, ich habe halt Spaß daran, wenn die Stoffe nicht ganz so oberflächlich sind, sondern wenn man da so ein bisschen eine Botschaft unterbringen kann. Und der Medikus, der hat so viel, da steckt so viel drin an dieser Glaubensthematik, aber eben auch das Aufeinandertreffen der Kulturen und auch dieser geschichtliche Hintergrund, das macht einfach Spaß. Ja. Also, und wenn man dann auch noch mitschreiben kann, mehr oder weniger, dann sagt man an der Stelle, ach nee, lass uns doch mal das und das Wort austauschen. Oder die Szene. Genau, ne? Und das ist natürlich einfach ein großes Geschenk. Also das war großes Glück. Und mit welcher der Rollen, also von den zwei, jetzt bei Schatzinsel und Medikus, kannst du dich besser identifizieren? Also jede Rolle hat tatsächlich ihre totalen Besonderheiten. Bei dem Medikus ist es einfach toll,
und gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig anstrengend, dass man über so eine weite Strecke, ne, diesen Weg geht, mit all seinen Schwierigkeiten, und es ist sehr emotional. Ich meine, andauernd stirbt jemand, dann stirbt mein Studentenfreund Mirdin, dann stirbt mein Lehrmeister, der Ibn Sina, und ich bin schuld, und dann wird meine Frau, die wird dann quasi misshandelt, weil ich den Schab losstelle, weil ich so ein Hitzkopf bin und einfach meine Klappe nicht halten kann. Und andauernd stehe ich vor dem Aus. Ja. Und es ist einfach toll, weil das so dieser Idealismus, der dahinter steckt. Ich meine, das würde man sich, glaube ich, oder ich zumindest, ich würde mir das manchmal für mein eigenes Leben auch wünschen, so bedingungslos für eine Sache zu kämpfen. Und auf der Bühne können wir das machen. Ja. Im realen Leben ist das manchmal ein bisschen schwierig, wirklich seine Prinzipien und seinem Gefühl und seiner Bestimmung so zu folgen. Ich meine, für mich, letztendlich, es gibt ja auch viele Parallelen. Ja. Für mich war es unheimlich schwer, diesen Lehrerberuf dann an den Nagel zu hängen und zu sagen, okay, gut, ich bin jetzt Darsteller mit all seinen Problemen und Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Das ist mein Weg. Ja, das ist mein Weg, tatsächlich. Und dementsprechend finde ich das so geil, dass der Rob Cole einfach sagt, egal was passiert, er lässt sogar die Liebe seines Lebens auf dem Weg. Dann, er sagt, das ist meine Bestimmung, die Seitenkrankheit zu heilen. Und wenn du nicht mit mir nach Isfahan kommen kannst, dann muss ich alleine gehen. Ne? Das muss man erstmal stemmen. Und bei der Schatzinsel ist das Schöne, das ist insgesamt eine gute Mischung aus auch so heiteren Momenten, ist nicht ganz so dramatisch. Und da spiele ich ja drei verschiedene Rollen. Ja. Und die Rolle, die ich eigentlich am spannendsten finde, das ist der Ben Gunn, weil der echt verrückt ist. Also der ist einfach verrückt geworden. Ja. Der wurde als, gut, Piraten sind wahrscheinlich sowieso ein bisschen durchgeknallte Leute, ich meine, keine Ahnung. Aber der wurde halt auf der Insel zurückgelassen und halb tot liegen gelassen, haben sie erschossen, und dann irgendwann kommen die wieder und wollen den Schatz holen, und das Einzige, was in seinem Kopf noch existiert, ist Rache. Ja. Ja, wenn die kommen, dann mache ich sie alle kalt. Ja. Und das ist natürlich auch mal ganz schön, weil meistens spiele ich ja irgendwo so mal die Guten und der Ben Gunn, das ist schon... Da kann man mal was anderes zeigen. Der hat schon echt einen weg. Das macht halt Spaß, wenn man mal so einen kleinen Psychopathen machen kann. Ne? Steckt ja auch in allen, in uns drin, und wenn man das dann auf der Bühne, kann man das eben rauslassen. Im wahren Leben muss man immer schön funktionieren, und auf der Bühne kann man dann mal wirklich die Sau rauslassen. Hast du noch Lampenfieber, bevor du auf die Bühne gehst? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gestern war die Premiere von Medicus und das gehört irgendwie dazu. Also ich meine, ich muss echt sagen, die gute Mischung ist natürlich immer, ne? Also gerade gestern, ich habe es wirklich genossen, und das ist nicht immer so. Also das hängt natürlich auch davon ab, wie man sich so wohlfühlt im Ensemble, wenn man weiß, okay, die stehen alle hinter mir, und gerade so als Hauptdarsteller, ich meine, macht keinen Sinn, es kann nicht jeder für sich die Sache machen. Aber jetzt mit Judith, ne, als Mary, zum Beispiel Judith Jandl und Reinhard Brussmann sowieso, wenn man einfach genau weiß, das sind Leute, die hören mir zu, ich höre ihnen zu, egal was kommt für einen Ton, ich kann damit arbeiten, und Christian Schön ist auch wirklich großartig, und es macht dann so einen Spaß, und wo ich einfach, da bin ich nicht so aufgeregt, weil ich ganz genau weiß, was, egal was passiert, wir machen was Geiles draus. Es wird gut, und ich war mit dessen so sicher gestern, dass ich dann doch gar nicht so aufgeregt war. Gut, du bist dritte Mal. Man ja immer so. Ja. Und sind dir schon mal irgendwelche Pannen passiert? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Nee, das Peinlichste war ich letztes Jahr. Das war schon ziemlich verrückt. Da habe ich vergessen, mich zu verbeugen. Okay, einfach gegangen, oder? Nee. Das war so, ich ziehe mich dann immer noch mal um. Also die letzte Szene, Medikus, da bin ich dann noch mal Schottland. Das ist die Rahmenhandlung. Damit beginnt das Stück, dass mein Sohn mich fragt, hier, ich habe hier was gefunden in der Truhe. Und dann packen wir das Spiel aus. Ja. Und dann am Ende sind wir wieder da, und ich zeige ihm die Zeichnung des gläsernen Menschen, die ich angefertigt habe, weil ich die Leiche aufgeschnitten habe. Und dann hört das Stück auf und nimmt den Schotte an. Und für die Verbeugung war es dann gewünscht, dass ich eben den Kaftan, den Juden, als den Studentenkostüm nochmal anziehe. Also habe ich mich umgezogen und da habe ich ein bisschen Zeit, weil sich ja alle anderen erstmal verbeugen. Ich bin ja der Letzte, und dann bin ich dann die Leiter hochgestiegen. Und irgendwann kam dann so auch die Musik, die kam mir auch bekannt vor. So, das war allerdings eigentlich meine Musik. Und ich war aber irgendwie in dem Moment der Meinung, das wäre jetzt die Musik von Mary mit dem Kind. Und ich gucke so und... Die waren aber schon raus, ne? Ja. Das war ja meine. Und ich dachte so, warum kommen die nicht? Warum? Haben die es vergessen? Ich dachte die ganze Zeit so, warum gehen die? Aber dabei wäre ich die ganze Zeit dran. Und auf der Bühne standen alle so und haben irgendwie... Und irgendwann habe ich es dann auch gecheckt, also, Ups. Und das war ziemlich peinlich.
Ja, bestimmt gab es einen Sonderapplaus, als du dann endlich kamst. Naja, die Leute haben es wahrscheinlich nicht gemerkt. Die haben einfach nur gedacht so, okay, da lässt sich jetzt eine ganz schlechte Zeit. Ich glaube, für die Kollegen war es nicht so geil. Nö, aber es kommt natürlich auch mal vor, dass man auch mal, weiß ich, verplappert irgendwie. Aber, ach, das gehört irgendwie dazu und ich finde es auch schön für die Leute, wenn dann eben ab und zu mal, es gibt manchmal schwierige Musikeinsätze, wenn man noch spricht und die Musik schon läuft und man da genau drauf kommen muss. Aber es ist live. Ja, das ist der Unterschied. Stimmt. Also ich meine, das alles, was wir da machen, das entsteht in diesem Moment. Das ist der Zauber. Mhm. Und das ist halt nicht, wenn man sich dann vor den Fernseher setzt, na gut, gibt da auch Live-Sendungen, aber es ist halt ein Unterschied. Und da geht halt auch mal was schief, ne? Was wenige wissen, ist, dass du ja wahrscheinlich auch also ein Musical komponiert hast. Du hast ja schon die Weißen und Rosenrot für die Festspiele Hanau komponiert. Könntest du dir vorstellen, nochmal ein ganzes Musical zu komponieren? Ich könnte mir das vorstellen, ja, wenngleich ich sagen muss, das ist natürlich wirklich ein ganz anderer Schnack. Also wenn man jetzt hinter der Bühne steht und man muss sich auf sehr viel mehr Dinge fokussieren als Komponist. Man muss sehr viel absprechen natürlich mit dem Autor, manchmal gibt es auch noch Songtexter. Damals war es quasi die Edith Jeske, die hat halt Songtexte gemacht und der Dieter Kring hat das Buch geschrieben und dann sich mal abzustimmen mit dem Regisseur. Und die Verantwortung auch zu übernehmen, auch in der Kommunikation mit den Darstellern, ich meine, ich weiß, wie sich das anfühlt, aber dass man im Grunde genommen die Leute nicht überfordert, aber natürlich auch immer ein bisschen Anspruch, so, dass man die auch immer ein bisschen dängelt, irgendwie zu Höchstleistungen bringt. Und ich finde so dieses Multitasking-Ding, das ist nicht unbedingt meine allergrößte Stärke. Okay. Und ich muss wirklich sagen, was ich sehr schätze an der Arbeit ist, dass man sich wirklich fokussiert auf eine Sache und das kann ich, glaube ich, am besten. Und ein bisschen bequem ist das natürlich auch, weil man als Darsteller dann tatsächlich sich eben auf die Rolle konzentriert und mehr muss man ja eigentlich nicht machen. Also ich muss mich jetzt nicht um Werbung kümmern oder Playbacks oder so. Ich meine, ich sage dann nur so, oh, an der Stelle, da brauche ich irgendwie nochmal einen Einzähler oder wir haben ja auch Dirigat zum Beispiel. Aber ich muss das nicht machen. Aber als musikalischer Leiter und als Komponist, da muss ich eben tausend Dinge machen. Aber ich kann mir das auf jeden Fall nochmal vorstellen. Fand das total spannend und hat mir viel Spaß gemacht, denn es ist halt auch eine Seite von mir. Ich schreibe halt Musik auch und ich habe ja auch noch eine Band. Genau, da wollte ich jetzt auch gerade drauf zukommen. Du bist ja bald in der Band auf Voxit. Was ist denn da das Besondere dran und was erwarten die Zuschauer, wenn sie da kommen? Ja, das Besondere ist eben, dass wir unsere eigene Musik machen. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt hier singe, dann hat das eben Dennis Martin komponiert und wenn wir mit Voxit irgendwas machen, dann ist das unsere Musik. Ja. Und da steckt natürlich noch viel mehr Friedrich Grau drin, weil ich eben da auch arrangiere und das auch mal ganz anders interpretiere. Ja. Da bin ich auch noch viel freier. Da kann ich halt sagen, okay, gut, pass auf, an der Stelle, wir schmeißen jetzt die Bridge raus oder wir machen das jetzt einen Ton höher. Oder? Ja. Ne? Das ist halt unser Ding und wir sind halt fünf. Und dementsprechend ist das eben noch ein wenig persönlicher und kreativer. Okay, und also ich verlinke euch auch unten mal die Website von der Band, dann kommt mal vorbei und guckt euch das an. Voxitmusic.com. Ja, steht unten. Du bist der Lehrer, also oder hast ja das Studium gemacht, könntest du dir vorstellen, die beiden Berufe auch zu kombinieren, jetzt Musical und Lehramt und quasi zum Beispiel Gesang zu unterrichten oder irgendwas noch in der Art? Also momentan kann ich mir es wirklich nicht vorstellen, in die Schule zu gehen. Aber das Leben ändert sich. Ja. Also es kann sein, dass irgendwann der Tag kommt, wo womöglich, also entweder vielleicht will mich auch keiner mehr haben auf der Bühne oder ich habe keine Lust mehr, die ganze Zeit rumzutingeln, weil ich meine, es ist natürlich auch irgendwie, ich meine, ich habe auch Familie. Und wenn man freischaffend ist, dann heißt das natürlich, man fährt zu dem Stück und nicht das Stück kommt zu mir. Also es ist natürlich, jetzt wohne ich ja in Leipzig, da gibt es halt auch musikalische Komödie und Oper Leipzig und dann wird auch ab und zu Musical gespielt. Ja. Und da ist die Chance schon mal wesentlich höher, dass man da auch mal engagiert wird. Mhm. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass man dann eben irgendwo hinfahren muss und dann ist man eben unterwegs und schläft in irgendwelchen Hotels und das kann man mögen, aber auch nicht. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich schließe das nicht aus, aber dann würde ich, glaube ich, eher noch Gesang unterrichten oder vielleicht auch was inszenieren oder so, bevor ich jetzt wirklich in die Schule gehe. Denn das muss ich sagen, das war für mich das Schwierigste in der Schule, dass ich liebe die Musik so sehr und das ist mir so wichtig, dass ich das einfach nicht ertragen kann, wenn der Musik und dieser
Kunst nicht diese Priorität, diese Wichtigkeit eingeräumt wird. Mir war das in der Schule viel zu unwichtig. Ja. Ich meine, Musik ist eines von vielen Fächern. Im Grunde genommen das Unwichtigste von allen. Mhm. Also die ganze Zeit hört man dann nur so, ja, also, nicht, also zwischen Mathe und Deutsch packt man noch eine Stunde Musik, ja, da können sich die Kinder mal ein bisschen entspannen und tut mir leid, also das ist nicht mein Ding. Also ich bin da viel zu sehr Vollblutmusiker und dementsprechend könnte ich mir halt eher vorstellen, dann mit Leuten zu arbeiten, wo ich sage, okay, gut, das ist jemand, der hat Talent, da kann man was draus machen und dem kann ich wirklich was weitergeben. Mhm. Vielleicht mache ich dann eher mal Gesangunterricht. Und jetzt schon ab und zu. Und die letzte Frage ist, ob du noch Traumrollen hast oder was deine Traumrollen sind. Jede Menge. Also tatsächlich würde ich gerne mal sowas wie einen Tony spielen, ne? Auch wenn das an sich natürlich sehr klassischer Stoff ist. Ich bin ja von meinem Timbre her schon eher Pop-Rock, aber ich bin davon überzeugt, dass man bestimmte Rollen garantiert auch musikalisch ein bisschen moderner anlegen könnte. Hängt natürlich auch von der Konstellation ab. Dann gibt es natürlich, keine Ahnung, also jetzt, bisher habe ich halt mehr so das jugendliche Rollenprofil abgedeckt und ich wünsche mir das, und das ist eigentlich so, gerade so meine Challenge, wo ich daran arbeite, dass ich ein bisschen mehr so in so ein Charakterprofil komme, ein bisschen erwachsenere Rollen auch spielen kann, dass die Leute auch ein bisschen merken, okay, gut, der kann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, geerdeter sein, und da gibt es natürlich wie Jekyll and Hyde und so. Ja, cool. Und da gibt es schon sehr viele Dinge. Ich meine, ich werde niemals ein Phantom machen, so gerne ich das machen wollen würde, oder ein Krollock, das bin ich einfach nicht, dafür bin ich wieder eine hohe Stimme. Ja. Aber da gibt es so viele tolle Männerrollen. Ja, da... Ich würde mal einfach mal drauf zukommen lassen, was dann auch für Angebote kommen und so. Schon gut. Ich habe jetzt eine neue Agentur und da glaube ich, nächstes Jahr, glaube ich, werde ich nochmal ein bisschen mehr durchstarten. Okay, gut, dann danke schön für das Interview. Bitte schön. Das war's und dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.